Dieses Video ist an Erwachsene gerichtet und enthält Spoiler zu Ahsoka Tano aus Star Wars. Ahsoka. My name is Ahsoka Tano. The Apprentice lives. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem Star Wars The Black Series Ahsoka Tano Toy Review. Ich habe ewig gewartet auf diese Figur. Die habe ich vorbestellt irgendwann im April letzten Jahres, glaube ich. Ja, April ist, glaube ich, ein bisschen zu früh. Lassen wir es Oktober sein. Auf jeden Fall war sie ewig vorbestellt und endlich ist sie da. In der Black Series ist das die dritte Ahsoka Tano, die es jetzt gibt. Es gab vorher die Redline von Ahsoka Tano aus Star Wars Rebels und es gibt ebenso die Ahsoka Tano aus den Star Wars The Clone Wars. Sie ist der Padawan von Anakin Skywalker gewesen, der später natürlich zu Darth Vader wurde, und hat eine sehr interessante Story-Arc, wird weiter beschrieben in Clone Wars und Rebels, so wie es hier auch steht, und natürlich wird weitergeführt in The Mandalorian Staffel 2. Wir wollen nicht weiter darauf eingehen, was ihr Werdegang ist. Das würde das Ganze natürlich sprengen, weil das alles sehr interessant ist. Sollte man sich anschauen. Was wir machen wollen, ist die Figur anschauen. Und wir fangen mit der Box an. Und da haben wir auf der einen Seite ein wunderschönes Artwork. Hier ein wenig lila gehalten. Star Wars Rebels, Ahsoka Tano, Black Series steht alles drauf. Ist natürlich von Hasbro. Auf der anderen Seite nur das Durchscheinen, auf der Rückseite eine Beschreibung zu der guten Ahsoka mit dem gleichen Artwork, das wir auch auf der Seite sehen. Auf den Unterseiten ein wenig Text und hier oben ein Fenster, um die Figur auch nochmal genauer anzuschauen. Aber wir wollen nicht weiter über die Box reden, sondern über die Figur selbst. Hier ist sie also, Ahsoka Tano aus der Verpackung. Dritte Version von ihr, sieht alles in allem sehr schön gesculptet aus. Den Unterschied zu den anderen Figuren weiß ich nicht unbedingt, vor allem nicht zu der Redline, weil sie doch tatsächlich sehr ähnlich ist. Ich glaube, die Farbgebung ist anders. Und zu der Version von Clone Wars sieht sie natürlich ein wenig älter aus. Hat den Hintergrund, Clone Wars und Rebels spielt natürlich einmal Clone Wars in der weiteren Vergangenheit als Rebels selbst. Und Rebels spielt ja zu der Zeit zwischen, ich glaube, Episode 3 und Episode 4. Na, deswegen Rebels. Nichtsdestotrotz, die Figur an sich sieht echt gut aus. Sie ist schön gesculptet, vor allem der Kopf gefällt mir sehr gut, ist sehr nah an dem, an der Serie selbst gehalten. Es ist ein wenig Stoffanteil dran, was mir auch sehr gefällt. Das finde ich immer gut, wenn Hasbro das macht bei den Black Series, da ein bisschen Stoff dran zu knallen und das alles nicht so plastiklastig zu lassen. Alles in allem bin ich zufrieden. Das Einzige, was mir nicht passt, ist mir aber schon aufgefallen bei den weiblichen Versionen von Actionfiguren, dass die nicht so beweglich sind. Aber da kommen wir dann bei der Artikulation dazu. Also im Großen und Ganzen zufrieden. Und wir schauen uns die Figur im Detail an. Und ich finde, da hat Hasbro wirklich einen echt guten Job gemacht. Also die Black Series werden ja von Mal zu Mal besser. Und ich muss sagen, bei der Ahsoka Tano gefällt mir der Kopf sehr. Man sieht hier den, ich hätte jetzt fast gesagt Haarreif, aber sie hat ja keine Haare. Man sieht den Reif, der ist auf der Seite ein wenig... ja, falsch gepainted, schade, aber tut dem Ganzen, wie ich so oft sage, keinen Abbruch. Im Großen und Ganzen ein schöner Headsculpt, die Augen sind sehr schön bemalt, die Lippen kommen gut raus, die Nase und alles in allem sieht es aus wie Ahsoka. Auch der Kopf selbst hat hier natürlich ein paar Mängel, aber das kommt, glaube ich, vom Gießen der Figur selbst. Die Farbgebung ist schön, die Linien sind sehr, sehr, sehr klar zu erkennen. Ja, da oben ist ein bisschen verwischt, ist aber nicht weiter schlimm. Alles in allem sieht der Kopf wirklich gut aus. Gehen wir weiter über den Körper. Da ist einmal ein Brustpanzer, würde ich mal sagen, mit zwei Punkten drauf. Die sind auch sehr schön gearbeitet, sehr sauber. Hier die Ärmel, die Haut ist hier zu sehen von Ahsoka, in Orange natürlich gehalten. Und die Ärmel drauf gepainted, sieht auch gut aus, wenig Fehler, da ist einer.
Aber ja gut, die sind maschinell erstellt und da sind ein paar Fehler absolut in Ordnung. Da beim Ring finde ich ein bisschen schade, dass der nicht so sauber ist wie manch andere filigrane Sachen. Aber man kann erkennen, dass der Silberapplikationen hat, was auch sehr cool aussieht. Das hier gehalten in Lederoptik sieht auch sehr cool aus. Hier die Hände, ein wenig unsauber gearbeitet, die Hand hier. Hier natürlich die Haken einmal auf der rechten Seite und der linken Seite, selbst für die Lichtschwerter, auch leicht grau gepainted. Hier haben wir auch eine Lasche oder mehrere Laschen in Lederoptik gehalten mit leichtem Muster. Das gefällt mir echt gut, dieses Muster. Und was mir natürlich immer sehr gefällt, wenn Hasbro das macht, ist der Stoffanteil selbst. Der Rock aus Stoff. Hier haben wir Knieschoner. Da ein bisschen sehr unsauber. Ja, kann man leider nicht wegmachen. Aber ja, bin trotzdem zufrieden. Ja, hier die Beine, da die Füße selbst. Auch in einer schönen Farbe gehalten, alles sehr gleichmäßig, relativ sauber bemalt. Auf der Unterseite haben wir natürlich das Zeichen von Hasbro und die Nummer von Ahsoka Tano und hier ein paar Packs, um sie natürlich richtig hinzustellen. Und alles in allem, wie schon angesprochen, sehr, sehr in Ordnung. Nicht perfekt, aber gut. Das Zubehör selbst ist, wie man es von einem Jedi gewohnt ist, sehr, sehr spartanisch. Es sind zwei Lichtschwerter und nichts weiter. Das war's. Das kennen wir von Hasbro und den Black Series. Viel ist nicht dabei, ab und zu mal ein Blaster bei manchen Figuren. Aber hier ist es explizit eben ein Lichtschwert bzw. zwei in Ahsokas Fall. Beginnen wir mit dem langen Lichtschwert. Und das sieht aus, wie man das von einem Lichtschwert gewohnt ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche Lichtschwerter Ahsoka selbst hat und wie die genau aussehen. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass Hasbro relativ stabil die Lichtschwerter doch gut hinbekommt. Ein großer Pluspunkt bei diesen Lichtschwertern ist natürlich immer, dass man die Klinge selbst natürlich entfernen kann. Das hat sich jetzt ein bisschen rabiat angehört, aber das ist natürlich dazu gedacht, dass man die auch hinhängen kann an die Figur selbst und auch wieder aufsetzen kann. Die Klinge selbst ist im leichten Blau gehalten, keine Luftblasen, keine Knicks, keine Risse. Sieht alles sehr schön aus in meinen Augen. Das zweite Lichtschwert ist das kleinere und das hat ein wenig Rot mit dabei als Punkt und da unten ist auch noch etwas Rotes, da bin ich mir aber nicht sicher, ob das Muss oder ob das ein Fleck ist. Ja, aber auch hier im Großen und Ganzen sieht das in Ordnung aus, wie man sich ein Lichtschwert eben vorstellt. Ja. Weitere Details kann man bei so kleinen Zubehör natürlich vielleicht nicht machen. Wobei ich sagen muss, dass Lichtschwerter von Anakin oder Luke Skywalker, die ja praktisch die gleichen sind, doch schon besser aussehen oder das von Darth Vader. Aber da komme ich bestimmt irgendwann nochmal zu einem Review. Auch hier ist die Klinge in Blau gehalten, ohne Fehler. Und sie lässt sich natürlich auch, wie die andere, lösen aus dem Griff selbst. Und da sind wir auch schon bei der Artikulation der Figur. Die hat ein paar Mankos in meinen Augen, weil andere Black Series Figuren doch ein wenig artikulierbarer sind als Ahsoka jetzt. Angefangen mit dem Kopf, man kann sich's denken, durch die Tentakel ist die Bewegungsfreiheit dort sehr eingeschränkt. Links und rechts kann man auf jeden Fall drehen. Es geht auch 360 Grad, aber dann würde man sich hier die Tentakel wahrscheinlich an den Schultern und ähnliches immer wieder abreiben. Nach unten kann sie auch nur so weit schauen aufgrund dieser Tentakel. Nach oben ebenso limitiert durch diese große Tentakel hier hinten, was aber jetzt nicht weiter schlimm ist. Die Arme lassen sich nach außen bewegen, so weit, also 90 Grad. Mehr geht nicht, sind natürlich 360 Grad drehbar. Das heißt, einmal rundum auf beiden Seiten ist auch möglich. Die Unterarme sind nur möglich im 90-Grad-Winkel, was ich sehr schade finde. Ja, sie ist ja ein Jedi und da würde man sich wünschen, dass da auf jeden Fall ein bisschen mehr
Bewegung wäre, aber jeweils auf beiden Seiten nur die 90 Grad. Ist mir schon öfter aufgefallen, dass bei den Black Series die weiblichen Charaktere weniger artikuliert sind als die männlichen. Warum auch immer, lassen wir mal so stehen. Die Hände, diese Hand hier lässt sich auch einmal nach oben und unten bewegen und hat natürlich auch 360 Grad Bewegung, so wie auch der Unterarm, ihr habt es gerade gesehen. Die andere Hand lässt sich nach außen bewegen, einmal in die Richtung, einmal in diese, auch 90 Grad, lässt sich auch um 360 Grad drehen natürlich. Im mittleren Bereich des Oberkörpers, der lässt sich zur Seite neigen, jeweils nach links und rechts, natürlich auch 360 Grad drehbar. Nach unten geht es nicht so weit, weil hier dieser Brustpanzer ist, nach oben geht es da schon ein bisschen weiter. Also da kann sich auf jeden Fall beugen, aber mehr ist da, glaube ich, nicht. Nein, ist nicht. Die Beine lassen sich so weit nach vorne bringen, was mir sehr gut gefällt, und genauso 90 Grad nach hinten. Aber da hat Black Series grundsätzlich keine Probleme mit den unteren Extremitäten. Ja, hier natürlich genauso 90 Grad nach vorne und 90 Grad nach hinten. Weiterhin haben wir hier ein zweifaches Gelenk für die Beine, da geht fast 180 Grad, hier natürlich limitiert durch den Unterschenkel, auf der Seite ist das genauso möglich. Ja, die Beine lassen sich nochmal drehen, haben hier ein Gelenk bzw. ein Schnittgelenk, natürlich 360 Grad, beide Beine, und bei den Füßen, die lassen sich so weit nach unten bringen, da kann sie ein bisschen auf Zehenspitzen laufen und nach oben natürlich limitiert durch die Gamaschen hier. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist das fein. Ich hätte mir nur gewünscht bei dieser Figur, dass da die Artikulation der Arme ein wenig besser ist. Sie ist Jedi und es ist unwahrscheinlich, dass sie sehr steif ist in den Armgelenken. Jetzt bleibt sie hoffentlich stehen. Das bleibt sie. Super. Sie ist eine Figur aus der 6-Inch-Reihe, also sollte sie irgendwas um die 15 cm haben. Das hat sie auch. Passt also sehr gut in diese Reihe rein. Ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner als manche andere, aber absolut ausreichend. Im Vergleich zum Mezco John Wick ist sie auf jeden Fall kleiner und im Vergleich zum McFarlane Ghost aus Call of Duty ebenso kleiner. Natürlich passt sie mit anderen Figuren aus der Black Series genau in die Größe mit rein, was zu erwarten war. Ebenso gut zu vergleichen ist sie mit den Marvel Legends Wolverine und Deadpool, wobei Deadpool schon ein Stück größer ist als sie und Wolverine ungefähr gleich groß ist. Das war's mit dem Toy Review zur Star Wars The Black Series Ahsoka Tano aus der Star Wars Rebels Reihe. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat mich wieder mal sehr gefreut. Lasst einen Daumen nach oben da und folgt meinem Kanal, falls ihr mir noch nicht folgt. Und ich freue mich auf das nächste Review.